Sie sind hier, 25. September 2018, 17.22 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern. Das Playoff-Spiel zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem KFC Uerdingen wurde abgebrochen. Urheberrecht Getty Images. Im Spiel zwischen Mannheim und Uerdingen kommt es zu Ausschreitungen. Das Bundesgericht des DFB ordnet einen Punktabzug an, die Mannheimer Berufung hilft nichts. Der Abzug von 3 Punkten für die laufende Saison gegen den Regionalligisten Waldhof Mannheim bleibt bestehen. Das entschied das Bundesgericht des Deutschen Fußballbundes DFB am Dienstag in der mündlichen Berufungsverhandlung. Modifiziert wurden hingegen die Höhe der Geldstrafe. Die Geldstrafe wurde von 40.000 auf 25.000 Euro gesenkt, wobei davon ein Betrag von 7.000 Euro für sicherheitstechnische, infrastrukturelle und gewaltpräventive Maßnahmen verwendet werden kann. Das Sportgericht hatte Mannheim am 5. Juli wegen schwerer Zuschauerausschreitungen mit einem Abzug von 3 Punkten für die laufende Saison bestraft. Darüber hinaus sollte der Club eine Geldstrafe von 40.000 Euro zahlen. Überdies wurden dem Verein verschiedene Auflagen gemacht. Der Kontrollausschuss hatte 9 Punkte Abzug, eine Geldstrafe in Höhe von 50.000 Euro und 8 umzusetzende Auflagen gefordert. Krawalle im Spiel gegen Uerdingen. Bei der Verhandlung ging es um die Krawalle in beiden Aufstiegsspielen zur 3. Liga gegen den KFC Uerdingen. Das Rückspiel am 27. Mai musste sogar abgebrochen werden, nachdem im Mannheimer Fanblock massiv Pyrotechnik gezündet worden war. Die Uerdinger sicherten sich den Aufstieg in die Drittklassigkeit nach einer 2:0-Wertung am grünen Tisch. Das Bundesgericht eröffnete am Dienstag die Option, dass die ausgesprochene Auflage zur Verlegung des ursprünglich auf der Osttribüne ansässigen Fanbereichs dann zurückgenommen werden könne, sobald eine gemeinsame Konzeption von Verein, DFB und Polizei dazugefunden sei. Alle weiteren Auflagen, die das DFB-Sportgericht zuvor ausgesprochen hatte, bleiben unverändert bestehen. Ausmaß der Vorfälle exorbitant. Das Ausmaß der Vorfälle während der Aufstiegsspiele zur 3. Liga gegen Uerdingen war so exorbitant, dass in der Ahndung neue Wege beschritten werden müssen. Andererseits sind die von der neuen Mannheimer Vereinsführung eingeleiteten Maßnahmen zielführend und positiv zu sehen. Deshalb und auch wegen der zwischenzeitlichen Täterermittlung wurde die Strafe reduziert, sagte Achim Speth, Vorsitzender des DFB-Bundesgerichts, zur Urteilsbegründung. Und Sportinformationsdienst.